Der neue X3 von BMW ist gewachsen auf stattliche 4,65 Meter. Das macht sich im Innenraum bemerkbar. Der Kofferraum bietet 550 Liter Ladevolumen und nach Umklappen der Lehnen ganze 1600 Liter. Aber auch die Passagiere kommen komfortabel unter. Vorne sind die Sitze sehr bequem und vielfältig justierbar. Die erhabene Sitzposition erlaubt eine hervorragende Sicht. Doch wer hinten auf dem Mittelplatz sitzen muss, hat nur wenig Platz. Viel zu schmal und viel zu unkomfortabel ist dieser Sitz. Wer lange Beine hat, hat auf der Rückbank zu wenig Bodenabstand. Der Motor bietet eine gute Leistung und verbraucht gleichzeitig wenig Diesel. Im Schnitt schluckte der X3 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Der Vierzylinder entwickelt 184 PS und um von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, braucht er nur 8,5 Sekunden. Auch für Zwischenspurts ist immer genug Durchzug vorhanden. Den spürt man allerdings auch im Innenraum. Der Motor fährt sich sehr rau und trägt die Vibration in den zitternden Schaltstock. Bei geringeren Drehzahlen klingt der Motor etwas angestrengt. Galt der X3 bislang als zu hart gefedert, ist er nun zu soft geraten. Vor allem auf Landstraßen wankt der Aufbau. In Kurven könnte mehr Ruhe nicht schaden. Fazit: Der BMW X3 bietet ein gutes Raumangebot, hat bequeme Vordersitze und einen durchzugsstarken und sparsamen Motor. Negativ aufgefallen sind der schmale und harte Mittelplatz, der raue Motor und das zu weiche Fahrwerk.